Das ist die Folge 2 von Live aus dem Studio Bad Berg. Wir haben diesmal den George Nussbaumer als Künstler eingeladen, mit dem ich auch schon eine lange Geschichte verbinde oder den ich seit mittlerweile 22 Jahren kenne und eine Freundschaft mit ihm pflege, die uns schon sehr weit durch die österreichische und internationale Szene geführt hat. Wir haben 1996 gemeinsam den Song Contest bestritten und seitdem und eigentlich schon davor waren wir auf Tour in einem Trio und verschiedensten Projekten miteinander verbunden. Also wir wollten sozusagen dieses Trio-Projekt, das wir Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen hatten, so wieder ein bisschen revitalisieren und sind auf den Luis Ribeiro gestoßen durch Zufall. Also in Wirklichkeit ist es kein Zufall, weil Menschen wie der Luis Ribeiro eigentlich mittlerweile so gefragt sind, dass man eigentlich über sie nicht hinwegkommt, wenn man nach einem Percussionisten sucht und wenn man nach einem Multi-Percussionisten sucht, erst recht nicht. Setup ist etwas kleiner geworden, weil wir nur im Trio spielen. Aber ich habe wieder einen Flo, nämlich den Flo Wechselbaumer, für meine tontechnischen Herausforderungen gewonnen. Und hinter der Kamera steht der Bernhard Meyer, der auch ganz kurzfristig sozusagen eingesprungen ist und uns da aus der Patsche geholfen hat, weil wir auf der Suche waren nach einem Team, das uns dabei unterstützt. Vielen Dank auch in diese Richtung. Wir versuchen ein bisschen so die Atmosphäre bei einer Musik-Live-Aufnahme euch näher zu bringen. Und ich hoffe, es wird euch unterhalten. So schön. Frage ist, ob wir das verlängern sollen. Ja, schauen wir dann. Schauen wir dann. Wenn es uns Freude macht. Glaubst du, ich diskutiere das mit dir? Nein, ich hab das alles klar. Ich glaub, du willst nein, nein, ich, spielen. Ich war jetzt verwirrt, weil ich aber das wieso. Weil du spielst am Anfang ja Solo. Genau. Solo. Genau. Du ja. Setzt erst ein, weil. Da wird mir total gut gefallen, so ein. Taku, 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 Taku. Ja! Es wäre schön, wenn das. Wenn das mit der Cajon unterstützen könntest, also dann dum 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 dum. Wir sind uns einig, wir können loslegen, wir sind bereit. All dressed up, nowhere to go. Looks so easy, but it isn't, you know. It's hard to find what you've been dreaming of, 'cause there's something special about our lives. Different people, different worlds. You just call me and I'll be there for you. We're all together, you know that's true. 'Cause there's something special about me and you, yeah. Something special about our no matter what they say, sure as the stars.
shine from the sky above. 'Cause there's something special about our love. People change as time goes by. Between. I love you till the day I die. 'Cause there's something special about me and you, yeah. Something special about our Es schmeckt hervorragend. Und es ist ein wunderbarer Himbeerkuchen. Mein Bern. Ja, ich habe dort kurz ein Jahr gelebt. Das heißt, dir war das Berndeutsch jetzt völlig vertraut, oder? Ja, war der erste Kontakt mit der deutschen Sprache. Versuch vielleicht noch mehr mit den Händen zu machen. Also. Wir probieren einfach nochmal. Juri. Das harte Haus im Glück. Kein Sturm, kein Luft, nicht der kleinste Hauch in Sicht. Das harte Haus im Glück. Es kennt keine Angst, weiss nicht, wie stark die Erde Menge spät. Karte Haus im Glück. Ich will vertrauen, ob es federleicht ist. Ich mache, was ich kann, damit es nicht verheilt. Ob es mir nicht treu ist. Und wenn das nicht längert, dann hol mich der Teufel. Ich schenke ihm mein Herz.
es mir nicht treu ist. Und wenn das nicht längt, dann hau mir der Typ. Der Zusammenbruch des Kartenhauses. Also das muss so draufbleiben. Boah, das Kartenhaus blieb einfach Hallo, mein Name ist George Nussbaumer, komme aus dem New Orleans von Österreich, aus Vorarlberg. Und es war für mich eine riesengroße Ehre, damals den Mischa Kraus kennenzulernen. Wir haben uns eigentlich überhaupt nicht kennengelernt wegen Musik. Natürlich hat er Musik gemacht an dem Abend und die wurde eingeladen zu einem Konzert von der Etta Scolo und dort war halt der Bassist und Bassisten sind ja immer eigentlich die entspanntesten, gelassensten, ruhigen Musiker in der Band und irgendwie haben wir uns ziemlich schnell sehr köstlich unterhalten. Im Zuge dieses Gesprächs hat er mich gefragt, was ich tue und ich habe gesagt, ich mache eigentlich auch Musik und wir haben uns wirklich auf Anhieb sehr gut verstanden und nach vielen Demo-Produktionen haben dann der Mischa und ich zwei, also das heißt, er hat zwei Alben von mir produziert, nämlich You Know What I Mean und Crazy But I Do. Crazy But I Do, das war dann schon ein spezielles Album, in das wir beide sehr viel Hoffnung gesteckt haben, weil dieses Album gleich nach dem Song Contest passiert ist, wo wir also geglaubt haben, naja, jetzt waren wir immerhin mit weil es der Gurt gab beim Song Contest. Wir haben von Frankreich 12 Punkte bekommen, von Malta 12 Punkte bekommen. Vielleicht tut es ja mit dem Album ein bisschen was. Dem war leider nicht so, obwohl ich nach wie vor sagen muss, dass es ein sehr spannendes und schönes Album ist. Und You Know What I Mean sowieso, das war eben in einem Trio produziert. Also Mischa Kraus, Stefan Maas, George Nussbaumer. Und dann hat er mir erzählt, dass er eben so Studio-Sessions plant. Und ich habe die große Ehre gehabt, bei so einer Studio-Session dabei zu sein, eingeladen zu werden. Und dann haben wir 5 Songs aufgenommen. Es war sehr spannend, diese Erfahrung zu machen, in einem Tag 5 Songs aufzunehmen, wo einfach nichts geschnitten werden darf, wo der Gesang live ist, wo das Klavier live ist, wo die Percussion live ist. Einfach alles live. Und früher haben wir die Bands nur so aufgenommen. Und das war schon sehr spannend, weil man stoßt schon an Grenzen. Es ist nicht dasselbe wie ein Live-Konzert. Es hat eine Studioatmosphäre mit Live-Charakter und man will es besonders gut machen. Und irgendwann lässt dann einfach die Konzentration bei eigentlich Songs, wo man denkt, spielend, problemlos, kein Thema, habe ich schon x-mal gespielt, die lässt dann einfach ziemlich nach. Da! Mama? Leider. Aber das Resultat zu beurteilen obliegt nicht mir. Und ich glaube, wenn es dann soweit ist, dass es veröffentlicht wird im Internet, dann kann man es mit Abstand anschauen und anhören und dann ist es wahrscheinlich eh okay. Bei mir kannst du die Cajon auch noch lauter machen, weil das noch geht. Ja. Das ist so stellt sich mir eine Frage. Wir machen eine Pause gleich.
Das macht, da bist du dann einfach du schuld, das steht dann dort. Ach so. Und er erzeugt ein bisschen besseren Klang. Ach so, ja, dann hätte ich mich aber nicht so beeilen müssen. Am Anfang würde es in dem Fall. Okay, ja. Ich nachher nicht mehr. Ja, passt. Ich hab's gesagt. Ich bin so alt für den Scheiß. Und jetzt. I saw you and every girl you were not around. You know, it's me. Oh, okay. I saw you and every girl you were not around. Manchmal muss ich den Micha anschauen. Ja, und jetzt habe ich noch. Ich bin unbedingt da, ich verstehe dich. Ich habe mir gedacht, wie lange hältst du das durch, bis du was sagst? So, aber eh lang, oder? Aber das, was ihr immer habt mit dem Schauen. Okay, wir können aufnehmen. My soul on fire.
Sollen wir mal einen Take aufnehmen? Ja, ich glaube, wir haben gar nicht. Nur kurz den Klick ändern. Aha. So eine Cowbell. So, ja, wenn du willst. Schön, Herr Gras. Gut. Muss ich dran denken. Geht aber rein. Die Band steigt, wir steigen sofort ein, oder wie? Ich glaube, das können wir uns aussuchen. Ja, du hast ja dein großes Triangel-Solo dort. Na, ich spiele und bleib dann auf dem A liegen. Okay. Dann wieder geht's abwärts und abwärts und abwärts und abwärts und ab. So mache ich das. Okay, warte. Ich schreibe mal das schnell. Also, if you knew A, B. Warte ein bisschen. Ja. Was ist? Das ist B. Ich sterbe. One, two, three. Something in your eyes makes me want to lose myself. Makes me want to lose myself in your arms. Something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling will last for the rest of my life. If you knew how lonely my life has been and how low I felt so long. If you knew I wanted someone to come along and change the world the way you've done. Feels like home to me. Feels like home. Dark street, and a siren wails in the night. It's alright, 'cause I have you here with me, and I can almost see in the dark there's a light. If you knew how much this moment means to me and how long I've waited for your touch. If you knew how happy you are making me. Oh, I never thought could love anyone so much. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like
Ich bin der Luis Ribeiro aus Brasilien, São Paulo, genau gesagt. Und ich spiele Percussions, Multi-Percussions. In Brasilien, als ich 14 war, habe ich angefangen, in Samba-Schulen zu spielen. Diese Batucadas, wo 200 Perkussionisten bis 500 Perkussionisten oder Rhythmisten, wie sie so genannt sind bei uns, habe ich angefangen zu spielen, bis ich 18 war, bin nach Europa gekommen, um einen Postgraduation-Kurs zu machen. Und mit 24 habe ich gedacht, okay, ich liebe eigentlich die Musik und ich würde gerne das richtig machen. Dann war ich jeden Tag auf der Uni in Wien und bin alle Lehrer auf die Nerven gegangen und gesagt, ich muss studieren, ich will Schlagzeug studieren, ich will Musiker werden. Und sie haben mich aufgenommen irgendwann bei der Aufnahmeprüfung und habe Schlagzeug studiert. Erst in Österreich. Zwar in den letzten Jahren, es ist dazu gekommen, dass ich sehr viel ohne Schlagzeuger spiele. Und dadurch übernehme ich sehr viel diese Funktion von der Schlagzeuger. Ich spiele den Cajon mit meinem rechten Fuß zum Beispiel. Die rechte Hand spielt sehr viel an Schlagzeugfunktion, so Right, ein Art Snare, Hi-Hat, Art Hi-Hat, Art Snare, so. Und die linke Hand übernimmt eher die Percussion-Abteilung. Entweder die Bongos und manchmal habe ich Congas, Effekte, alles mögliche. Und ich versuche das zu kombinieren sehr viel. Manchmal spiele ich nur Percussions, feine Sachen, und manchmal spiele ich quasi wie ein Drummer, richtig. Das nenne ich halt Multi-Percussion. Oder überall in den USA nennt man das. Man nennt das Drum-Cussion. Ich wurde eingeladen, bei einem Projekt mitzumachen, von Robert Weiss, der Pianist. Und dort habe ich den großartigen Bassist Micha Kraus kennengelernt. Und er hat mich gefragt, ob ich damit machen würde. Und ich habe sofort ja gesagt mit Begeisterung. Und ich freue mich irrsinnig dabei zu sein. Bin total gespannt, was daraus wird. Ich habe ein Solo-Projekt auch, ein Duo mit einem Gitarrist, der kurz in Österreich gelebt hat. Jetzt lebt er wieder in Rio de Janeiro. Dieses Duo-Projekt ist sehr interessant. Es sind eigene Kompositionen von uns. Herbst jetzt 2012. Spielen wir in Europa. Und als Gast haben wir Wolfgang Puschnik und Peter Herbert am Bass. Was ich mag bei mir so, oder ist die Fähigkeit oder die Gelegenheit zu haben, mit verschiedenen Projekten und vielen Musikern zu spielen. Ja? Von A bis C, wenn es geht, Austropop, Jazz, World Music, Rock, Pop. Ich liebe das. Das ist eigentlich, ich glaube, quasi meine Stärke. Also verschiedene. Die Fähigkeit, mich anzupassen in verschiedene Stile, das liebe ich total. Friedlis Epp. Friedlis Schaas-Epp. So ist alles in der Kammer, gell? Ja, ist mir wurscht. Du bist streng, du bist halt in der strengen Kammer, gell? Ja. Da willst du nichts vorspielen. Nein. Was? Da nicht. Aber da nicht. Na, weiter spielen. Das. Jetzt kommt's wieder. Okay, meine Sehvermögen hat schon ein bisschen nachgelassen. Es ist ansteckend, ich weiß. Es ist total ansteckend, glauben wir das. Mein Problem ist, dass ich noch nicht weiß, was wir machen werden. Aber mach irgendwas! Ja, das habe ich ja schon die ganze Zeit gemacht. Dann ich schlage vor so. Geht's besser mit dem Rimshot? Ja, ich komme schon zu. Na, aber hörst du besser, oder? Not really. Ich komme schon zu. Alles klar? Genau. Desire for a wonderful sunset, I'm not afraid of thunder clouds. Makes no difference between red, yellow,
face a smile never touched my soul. I don't care for fancy clothes. Doesn't make a difference between the beauty and the beast. You know. Telephone, the tick tock of a war clock at night when I'm alone. The softness of your skin, thunder and pouring rain.